Ja, ja, ist ja gut. Ja. So. Herzlich willkommen bei TV Total, meine Damen und Herren. Wir haben heute wieder fantastische Gäste für Sie und auch fantastische Themen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das hier mitbekommen haben. Es gab eine europaweite Umfrage. Ja. Was machen Sie am liebsten im Auto, wenn Sie gute Laune haben? Ja. Oh. Auf Platz 1 singen. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum es Taxifahrer nie zu DSDS schaffen. Ja. Oder? Ah. Ah. Kommen wir jetzt zu einem jungen Mann. Sie kennen ihn alle aus Switch Reloaded. Das ist diese Sketch-Comedy, oder? Ja, die läuft jetzt nächsten Dienstag wieder ab auf ProSieben. Und hier ist, wie heißt der nochmal? Max Giermann, meine Damen und Herren. Stefan Raab, ja, meine Damen und Herren. Stefan Raab, ja. Dankeschön. Stefan Raab! Sagen wir mal ehrlich, die Top 3 Frauen, die du so siehst im Fernsehen, wer ist das? Silvi Mais, die kann ja nicht mehr als... Der will ich immer so ein Asthma-Spray geben, weißt du? Oder Helene Fischer und Heidi Klum. Das sind die 3 meistgesehenen Frauen. Nein, bitte nicht schreien jetzt hier, das ist nicht gut. Und was mich daran stört an diesem Frauenbild, ist halt, das sind so Mädels und Frauen, die dann einfach im Talkshow sitzen und sagen, es sind nur gute Cremes und Quellwasser. Jetzt lache ich. Jetzt bin ich traurig. Und das finde ich halt überhaupt nicht gut, ne? Und stellt euch einfach mal vor, ihr macht mit diesen 3 Frauen so einen gemütlichen Fernsehabend. Mit Fressalien. Wie sieht das aus? Ey, Heidi, willst du ein Bier? Okay, paar Chips. Okay, Helene. Oh nein, danke. Sonst muss ich immer wieder diese Kilo spüren, immer wieder Kalorien zählen wie. Mich nicht übergeben an den Chips, die du mir gabst. Warum haben sie aufgehört zu klatschen? Ein Helene Fischer Applaus dauert 15 Minuten. Oder wie Caroline Kebekus zu dieser Art von Frauen sagen würde. Pah! Was ist das? Das sind doch keine Frauen. Das sind Hüpfburgen! Auf den Schock brauche ich erstmal ein Mettbrötchen! So ein Brötchen mit sodig Butter, sodig Mett, ganze Zwiebeln! Caroline Kebekus, beste Frau, ernsthaft. Wirklich. Wirklich. Grüß Gott, ich bin's, Anna Matthäus. Freue mich natürlich erstmal grundsätzlich, dass ich heute Abend hier vor Ihnen stehen darf zu den Sportnachrichten. Hello, ladies and gentlemen, I'm the Lotta. Welcome to the International Sport News with mich. Richtig, I'm bis today the best looking football player in the world and now the Nachrichten. Eintracht Frankfurt ist abgestiegen in die zweite Liga. And now ist auch clear, Seth Christoph Daum bleibt nicht der Trainer of the Frankfurt in der nächsten Saison. Und deswegen will ich, Lothar Matthäus, ich will nutze die Gelegenheit, mich bei einer Frankfurt als possible Trainer ins Spiel zu bringen. Ich will bring myself in the game. Und deswegen, Moment, muss mich gerade eben ein bisschen herrichten. Richtig, genau.
Liebe Frankfurter, love Frankfurtians. Ich, Lothar Matthäus, bewerbe mich jetzt bei euch hier bei Al Shakira. Also nur kurz, Freunde, ich bin Weltmeister 90, ich bin Weltfußballer 91, bin viermaliger Nationalspieler, 150 Mal verheiratet. Ich verfüge nur, Moment mal gerade, ich verfüge nur über Erfahrung im Ausland. My English ist zwar nur zu gut, but my German ist auch nicht besser. Das spreche ich sogar fließend oder wie einige sagen würden, manchmal ohne Bundung Gomma. Auch im Umgang mit meinem Privatleben habe ich mich grundsätzlich verändert. Lothar Matthäus spricht nicht mehr mit der Öffentlichkeit. Ich rede, wenn überhaupt, rede ich nur mit Medien. Genau, also, if you have interest, please meldet euch am besten so zwischen 8 o'clock until 13 Uhr, weil ich habe jetzt wieder Zeit. Lothar Matthäus ist Single, richtig genau. Die Ariadne, meine Freundin, hat Schluss gemacht in der abgelaufenen Woche, weil sie sagt, sie will sich jetzt voll und ganz auf die Grundschule konzentrieren. Deswegen suche ich an der Stelle auch jetzt gleich noch eine Frau. Richtig, für mich sind wichtig die 3 Gs, Gesicht, Gewicht und der Charakter. Ich bleib lieber in Deutschland, denn hier gab's noch nie Krieg. Ich brauche keine Haltung, denn ich hab voll viele Likes. Hauptsache ist doch, ich bin super sweet und das kann jeder teilen. In meinem Kopf ist nix drin, da war nie was da, nix drin. Da war nie was da, ist viel Platz. Und da geht auch nix rein. Und alle folgen mir, mach mit. Lass das Denken sein, mach mit. Dann bin ich nicht allein, mach mit. Denk nur an dich allein. Und alle folgen mir. Wieso tu ich mir das an? Ich sag, ich halte es aus, aber wie lang noch? Für euch bin ich der Otto mit dem Bann, doch. Ich bin ja nicht einmal in einem Plan. Gott, das ist krank. Wieso tu ich mir das an? Ich warte immer noch auf eine Antwort. Die Selfies vor der Shisha-Bar sind spannend, doch. Die Mucke, die mich packt, das ist nicht Hip-Hop und nicht Punk. Wieso tu ich mir das an? Ich schreie Rock'n'Roll mein Eis lang, doch. Akustisch steckt ihr Bratanz in nem Funkloch. Statt Bonzen sollt ihr schön mit mir headbangen. Rock, das macht schlank. Mama, ich sieh dich an. Das ist auf alle Fragen eine Antwort. Und dann noch dieser Quatsch mit meiner Hand dort. Ihr kriegt statt Autotune mal echten Klang. Gott, das ist krank. Das ist krank. Howie, ich muss dich was fragen. Vor 4 Jahren hast du deinen Rücktritt bekannt gegeben. Jetzt gehst du doch wieder auf Tour. Was ist los? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Wolfgang, du hast natürlich recht. Lass es mich so erklären. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich saß bei meinem Steuerberater. Draußen zwitscherte ein Vogel. Und mein Steuerberater schaute mich ins Gesicht und sagte, Howie, du bist pleite. Und ich fragte, wie pleite? Und er sagte, total pleite, aber Howie, nimm bitte trotzdem keine neue Platte auf. Aber ich bin ja unverbesserlich. Und deshalb... Ich bin zurück, Stück für Stück, gebe ich zurück, ein Stück von Glück. Ich... Hello again? Ja, Howie, das bin jetzt ich, die Anneliese. Du, das geht nicht. Das musst aufhören, das ist ja furchtbar. Du musst aufhören mit dem Singen. Howie, nichts für ungut, aber wir haben es besprochen. Ja, lass uns bitte beim Spenden bleiben. Also, das war's. Ja? Oh, sorry. Oh, da gibt's doch schon den nächsten Anruf. Ah, so. Hello, hier ist Nina Hagen. Wer ist denn da? Hello, was ist denn Ihr Name? Was wollen Sie denn spenden?
Und wie lest ihr mal? Ja.